Hey Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Resident Evil Village. Ich habe gerade eben ein bisschen geschaut, aber wirklich geholfen hat mir das auch nicht. Aber ich habe das hier noch gefunden. Kommen wir aber auch nicht durch. Aber hier kommen wir weiter. Da, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Gott, ich habe die ganze den Ausgang nicht gesehen. Was haben wir denn hier noch für eine Hütte? Ah, guck mal, hier können wir wieder einen Schrank vorstellen. Dann kommen hier womöglich die nächsten Gegner rein. Eine Mine. Okay. Ja, die Mine ist auf Pfeil nach unten. Da haben wir nochmal Munition. Das klingt fast so, als ob wir jetzt hier auf irgendwas vorbereitet werden sollen. Schießpulver. Können wir gerade nochmal was herstellen oder gerade eher noch nicht? Nee, im Moment. Im Moment wird noch alles rot angezeigt. Rostige Reste. Oben kommen wir aber, glaube ich, nicht hin, oder? Ich weiß es gar nicht, ob es jetzt überhaupt Sinn gemacht hat, den Schrank hier vorzupacken. Ah, die sind im Vogelscheuchenfeld. Ist aber noch irgendwas, das möchte ich mir eigentlich gerne mitnehmen. Komm eh gleich zu mir. Dessen bin ich mir ziemlich sicher. Ich muss da eh durch. Ich komme hier nicht über den Weg. Also ab durchs Vogelscheuchenfeld. Du altes Heslon, du. Der mit der Machete, der ist schon ein bisschen übler. Ich will ehrlich gesagt nicht meine ganze Munition verballern. Oh nein, lass mich in Ruhe. Jetzt habe ich auch noch daneben geschossen. Ja.
Wo ist der andere jetzt? Kommst du vielleicht mal bitte? Ah. Der ist da gestorben. Mache ich den Blutungsschaden? Wirkt fast so, ne? Schließen Sie die Tür. Bitte. Hey, was machst du hier? Stehen bleiben. Bitte, tun Sie uns nichts. Oh, keine Sorge. Ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Okay, in Luisas Haus Schutz suchen. Ja, wahrscheinlich irgendwo hier oben weiter, oder? Oder hier unten runter? Was ist... Irgendwas fehlt, ja. Munition auf jeden Fall habe ich schon mal neue wieder. Was haben wir da noch? Schießpulver. Nicht hier richtig? Kommt, alles gut. Los, schnell! Wurde aber auch Zeit. Gern geschehen. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Hier immer diese stolzen Männer, ne? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Na los. Vater? Helft mir. Wir müssen ins Haus. Okay, da kommen wir nicht dran. Wartet noch einen kleinen Augenblick, bitte. Gleich sind wir in Sicherheit, Vater. Zurückklettern kann ich hier scheinbar nicht. Das ist von der anderen Seite verschlossen. So viel Blut. Da war wahrscheinlich auch, oder? Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! Sei still. Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Ein Freund. Hau ab. Vater, um Himmels Willen, lass uns rein. Nein, sie riechen das Blut. Es ist zu gefährlich. Mein Vater stirbt hier draußen. Ist nicht mein Problem. Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf. Die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch. Kommt, hier lang. Du bist nicht aus dem Dorf. Nein, ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ich sagte, geh! Tja. Komischer Kauz. Wenn Elena dir vertraut, dann tu ich es auch. Komm rein, Ethan. Warte hier, ich sehe nach den anderen.
Okay. Ah, schön. Guck mal, hier können wir wieder speichern. Juhu! Luisa, Sie haben schon wieder viel gerissen. Wenn das so weitergeht, überleben wir diesen Winter nicht. Ernest haben wir auch noch nicht gefunden. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Hat Mutter Miranda sich von uns abgewandt? Ein Fotoalbum. Hier lang. Kann ich die irgendwie... Nee, da ist kein Tastenkürzel. Hübsche Bilder sind's ja, ne? Komm rein, die anderen warten. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte! Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan. Setz dich. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen! Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann! Stopf dir das Maul, Roxana! Das heißt, dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und... Wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein. Er ist draußen. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ja, das macht er. Er geht Hilfe holen. Beten wir. Für ihn. Für uns alle. Ja. Kommt. Kommt her. Allmächtige, hört unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod preisen wir euch, Mutter Miranda. Gut. Der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, ja? Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Hast du sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Nein! Scheiße. Vater! Elena, nein! Lass weg! Nein, lass mich los! Nein! Er wird uns töten! Wir müssen weg! Der Biss ist also ansteckend. Lass ihn los! Da kann ansteckend sein. Wir sind ja auch schon gebissen worden. Elena?
Ich sagte aufhören! Oh Gott. Es tut mir leid, Vater. Hey, hey. Das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena. Elena, nicht. Du kannst nichts tun. Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen. Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden. Nein, ich bring uns hier raus. Uns beide. Wir müssen hier raus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, aus dem Haus entkommen. Also, ich habe mit vielem gerechnet, damit jetzt nicht. Liegt vielleicht auch daran, dass ich das Resident Evil Universum nicht so gut kenne. Vielleicht war das ja auch zu erwarten. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich verabschiede mich für heute von euch. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann beim nächsten Mal weitergeht. Ja, rauskommen werden wir hier schon. Die Frage ist nur, wie und was passiert im Anschluss. All das erfahren wir beim nächsten Mal in Resident Evil Village. Bis dahin. Tschüss.